Manschett und ein Gürtel und ein Blutpaket. Die Firma dankt recht herzlich. Ich weiß noch nicht wofür, aber passt schon. Oh, Vogelsbuch. Leseprogramme. Arlington liest. Als Ergebnis einer großzügigen Spende der Arlington Dental Foundation wird es im Bildungsprogramm Arlington liest spannende neue Änderungen geben. Ab sofort gibt es folgende Änderungen von Lektüre, Bildung und Bonner. Zahnersatz. Also halten Sie Ihr Gehirn fit und Ihre Zähne sauber. Arlington liest. Naja, Kartenkatalog öffnen. Bibliotheksarchiv übertragen. Informationen an lokales Gerät übertragen. Sag ich doch. Optional. Ich wusste doch, da war noch was. Lea. Eine Nuka-Cola macht 7. 10 mm. Nichts. 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 Noch weniger als nichts ist gar nichts. Was haben wir denn hier? Eine Nuka-Cola Quantum. Oh, wir können abhauen hier. Schnauze voll. Er hat es gerade noch so über den Tisch geschafft. So halbwegs. Ein Schreibtisch, der so ein bisschen in der Luft hängt. So halbwegs. So nach unten. Aktenschrank. Was ist denn drin? Ein Grundkorken. Ich pack das nicht. Und grüne 7 Grundkorken und eine Tasse. Eine Volkskrabbette. Da hat schon einer dran eine Kinderabteilung. Das müsste ich aber wissen. Ach, guck mal hier. Blutpaket, Stimpack, Schrotpatrone, noch ein Stimpack, noch eine Schrotpatrone, noch eine abgesägte Schrotflinte. Pistolen und Patronen, Erste Hilfe, Stimpack und Blutpaket. Ein Vorkriegsbuch, 2 Vorkriegsbücher, 3 Vorkriegsbücher. Insgesamt. Das ist also die Kinderabteilung. Sind wir hier durch? Haben wir alles auch, haben wir auch wirklich alles gefunden? Nicht, dass ich, wow, nicht, dass ich runterspringe und dann liegt hier noch ein bisschen was rum. Hier guckt man zum Beispiel. Naja, nur 35 Schuss, aber immerhin. Was mich doch immer wieder erstaunt, ist dieser Levelbau. Sondern ich nach dem Motto, hier ist ein Dressur. Durchschnittlich verschlossen. Finde ich immer wieder ganz interessant. Vorkriegsbuch, Stealth-Bau, Kronkorken, Zielvorrichtung für die 44er und eine 44er Magnum bzw. Munition dazu. Ich finde es immer wieder interessant. Ja, du kommst an einem Haus vorbei, da ist eine Riesentür. Aber keine Treppe, kein Gelände, nichts. Was soll die Tür da oben? Da macht einer auf, fällt runter, tot. Hier ist es genau umgekehrt, hier ist keine Tür. Wann fällt der Tresor hin? Wie sollen die bitte schön hier reinkommen, um den Tresor zu plündern? Wenn hier keine Tür im Raum ist.
sehe hier keine. Tut mir leid. Hier ist keine Tür. Wie haben die das gemacht? Haben die sich hier reingebeamt oder wie muss ich mir das vorstellen? Es sieht jedenfalls nicht so aus, als wenn es hier nur eine Dachluke. Nein, einfach nur. Das ist komisch. Das ist sehr, sehr komisch. Ich glaube, ich habe jetzt schon so viele von diesen Vögeln umgelegt, ich kann sie schon gar nicht mehr zählen. Es war eine Menge von den Idioten, die mir umgelegt haben. Wirklich eine Menge. Und die werden auch wahrscheinlich ziemlich sauer sein, wenn sie mir das nächste Mal über den Weg laufen. Also, ja, mich stört es ja nicht. Ich kann es ehrlich sagen, also mich stört es nicht. Arlington Archiv. Den Kühlschrank möchte ich nicht aufmachen. Bin ich denn eigentlich gerade daheim? Ein Werkzeugkäferchen haben wir vergessen. Und einen Schraubenschlüssel. Und ein Schachbrett. Keine Sau braucht. Was ist das? Ein Tablett. Zwei Nuka-Cola. Echt? Da ist noch eine erste Hilfe. Naja. Mal gucken, ob ich die Schlampe jetzt ausnehmen kann. Guck mal, der liegt hier breitbeinig hinne. Ah, er möchte was sagen. Leck mich. Nee, ganz bestimmt nicht. Aha. Na, Schlampi. Lecker, nicht wahr? Ja, habe ich mir auch gedacht. Oh, guck, hier Terpentin liegt hier rum. Es gab ein paar Schwierigkeiten mit den hier Abgeschworenen. Ich meine natürlich mit den, wie heißen die Vögel gleich nochmal? Oh, Munitionskisten. Mikrofusionszelle und Stealthboy. Und nochmal das gleiche, 21 Schuss davon. Die Gelehrte. Na, Schlampi. Es blinkt mir zu, das Höschen. Ja, du willst auch. Probier's lieber nicht aus bei mir, ich bin nicht schwul. Okay. Würde mich nicht wundern, wenn vor der Tür die Regulatoren stehen. Ne? Doch nicht? Die haben ja letztens schon Kopfköpfe gemacht, ne? Die Idioten. Ganz ehrlich, die kommen hier angestiefelt, meinen hier was vom Ding zu erzählen. Ach, wir haben ja da drüben noch das, wie heißt das so gleich? Das Drum hier haben wir noch da. Ne?
Den treffe ich nicht. Wir haben ja auch nur ein paar Mal auf ihn geschossen. Aber jetzt treffe ich ihn. Auch wieder nur 16%. Was? Das klingt ja wirklich fruchtwürdig. Guck mal, wir sind hier wie so ein... wie so ein Kaugummi. Na, du steh auf, Männchen. Nein, ihr werdet nicht gewinnen. Ihr werdet sterben, allesamt. Ja, jetzt habe ich das scheiß Wasser auch schon aufgehoben. Naja. Oh, wie ein Kaugummi. Könntest du jetzt vielleicht mal damit aufhören, ey, damit ich dich erschießen kann? Naja, dann eben nicht. Wovon träumt es nur nachts hier? Stellt sich hin und sagt, wir gewinnen. Was denn eigentlich? Könnt ihr mir das mal erklären? Was wollt ihr eigentlich gewinnen? Ihr Supermutanten, haut ich. Ihr könnt ja nicht mal gescheit denken. Ach, denken, komm mal rauf, ey. Das sind wir die Arschlampen von der Arche. Kein Arsch in der Hose, aber la Ballo in der Kirche la Balloma pfeifen, furzen. Ach, doch wahr, ey. Die Idioten. Hier, die Bruderschaft genauso. Die sind so dämlich, so strunzdämlich, eine Stange Wasser in die Ecke zu stellen. Na, guckt ja blöd, ha? Hab ich wieder zwei von euch umgelegt. Hab dafür 50 Punkte gekriegt. Ja, ja, so einfach ist das im Leben. Es hat sich aufgehängt. Nein, es hat sich nie aufgehängt. Ich speichere trotzdem. Gehört mir. Gebe ich nicht wieder her. Jedenfalls nicht ohne Geld dafür zu bekommen. Und er wird hier immer noch wie so ein Kaugummi. Naja, egal. Hier. Weltkarte will ich eigentlich nicht. Nein, Item will ich. Und zwar die Maschinenpistole. Mal gucken, was wir da machen können. Schraubenschlüssel. Oh. Buttermesser, Ledergürtel. Ups. Entschuldigung. Den Baseballschläger. Und den Baseballschläger. Und den auch. Shit. Nee, ganz bestimmt nicht. Warum kann ich eigentlich... Naja. Die chinesische Pistole mit einer 10mm. Das Offizierschwert. Hier, bitteschön. Komm, hör auf, ey. Gatling Laser mit einer 10mm. Jetzt wollte mich auch verarschen. Meine HKS, ja, klar. Das ist was anderes. Das Holzhammerchen. Die Jagdflinten. Das Kampfmesser, mit dem Kampfmesser. Und die Minigun mit einer Minigun. Den Nagelschlagring? Keine Chance. Den Raketenwerfer. Damit kann man Raketen werfen. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ehrlich. Die Gelehrtenrobe mit einer Hockeymaske. Den Helm, den Powerhelm noch mal mit 600 bist du wahnsinnig. Hier, Powerhelm, hier Stutzbandage, Baseballhandschuh, noch eine Powerrüstung. Und noch eine Rüstung. Den Helm will ich doch gar nicht reparieren. Wie komme ich denn dazu? Schaue ich aus wie Jesus? Wo ist denn der Helm gewesen? Das ist der Helm.